Ja, hallo Motorradfreunde. Und schon wieder gibt es ein Video zur Classic 350. Und das hat zwei Gründe. Der erste Grund ist der, es war eine rege Resonanz auf das erste Video, was ich die Woche schon gemacht habe. Da war immer wieder mal die Frage von Zuschauern, ja, die 20 PS, reicht es denn? Das ist doch ein bisschen arg wenig. Also da kann ich nur sagen, bei dem Motorrad, ja und nochmals ja. Da komme ich aber später dann nochmal drauf zu sprechen. Der andere Grund ist der, ich habe das Moped jetzt sage und schreibe 3 Tage und habe heute am Ende dieser Tour fast 500 Kilometer insgesamt mit dem Ding gefahren. Also es ist unglaublich, was das Ding Laune macht, aber auch da komme ich noch einmal dann gleich drauf zu sprechen. Ich habe noch ein bisschen was gemacht. Ich habe ja gesagt, hinten am Heckrahmen, den ich als Gepäckträger nutzen will, da habe ich ein bisschen so Abdeckblech drauf. Fahrvideo. So, da war ich jetzt einmal ruhig, damit mein Klang auch ein bisschen besser hört. Ich habe da kein Abdeckblech, sondern so ein Metallgitter drauf gemacht, damit es ja nicht mehr ganz so roh aussieht. Ich bin da noch nicht fertig, aber man kann es dann später im Video sehen. Ja, jetzt kommen wir nochmal zur Leistung. Ich habe ja die Meteor 350 schon gefahren. Da muss ich euch ehrlich sagen, da waren mir die 20 PS schlicht und einfach zu wenig. Da war ich also mit dem Gasgriff eigentlich permanent auf Anschlag. Hier bei der Classic, komischerweise, ich weiß nicht warum, aber bei mir zumindest verhält es sich da ganz anders. Ich steige da wirklich tiefenentspannt auf und fahre da tatsächlich auf der Landstraße zwischen 80 und 100 km/h und es ist für mich vollkommen ausreichend. Es langt sogar dafür, um das ein oder andere Auto, wenn es nicht allzu schnell ist, vielleicht sogar mal zu überholen. Also, nee, ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll. Mit der Classic 350, das ist ein anderes Motorradfahren. Ja, wenn ich auf mein XSR oder auf so ein Semmel aufsteige, da ist Adrenalin pur. Das macht ja auch Spaß, das gehört ja auch dazu. Adrenalin ist ja geil. Aber ganz anders ist es hier bei der Classic. Das ist wirklich ein ja, ruhiges, entspanntes Motorradfahren. Da regt sich in mir überhaupt nicht der Wunsch nach höherer Geschwindigkeit oder mehr Leistung. Also, lange Rede, kurzer Sinn. Mir persönlich reicht das bei der Classic vollkommen aus. Also, ich habe da auch keinerlei Ambitionen. Da gibt es die Möglichkeit, mit anderen Steuergeräten noch ein bisschen mehr Höchstgeschwindigkeit rauszukitzeln. Ich bin das Ding jetzt einmal nach Tacho 120 gefahren, aber das macht mir gar keinen Spaß. Also, ich lasse es hier automatisch immer zwischen 80 und 100 einpendeln. Da fühlt sich die Maschine am wohlsten und da fühle ich mich auch auf der Maschine am wohlsten. Und wenn mich ein anderes Motorrad überholt, was ich ja sonst überhaupt nicht haben kann, das ist mir hier mit dem Motorrad vollkommen schnurzpiepegal. Das kratzt mich überhaupt nicht. Also es ist tatsächlich ein ganz anderes Motorradfahren. Muss man mal probieren, muss man mal erlebt haben. Könnte mir vorstellen, dass das nicht jedem zusagt, aber für mich persönlich taugt es wunderbar. So, jetzt machen wir mal ein kleines Päuschen mit Fotoshooting. Ihr seht schon, ich bin hier überall Hopfen, ne? Da wächst das beste Bier Deutschlands. Das ist die Spalter Hopfengegend, wo ich hier bin. Und da machen wir jetzt nochmal ein kleines Päuschen. Na, da seht ihr jetzt den Komfortsitz. Habe ich beim letzten Video gar nicht angesprochen. Der ist natürlich nicht serienmäßig. Und hier seht ihr dieses Gitter. Das habe ich also schwarz lackiert. Da fehlt jetzt natürlich noch der Kantenschutz. Aber das mache ich dann, wenn die Hecktaschen und die Träger da sind. Und so gefällt mir das Teil eigentlich richtig gut, so als Einmannversion hinten der Heckträger als Gepäckträger nutzen, so taugt mir das optimal. Ja, und dann möchte ich natürlich, wenn wir schon mal da sind, nochmal auf den Hopfen zurückkommen. Also es ist wirklich ein geniales Gewächs. Das wird natürlich noch viel höher und viel dichter. Der Hopfen ist jetzt, ja, ich sage mal, im ersten Drittel. Also da passiert noch einiges. Aber es ist ein ganz interessantes Gewächs. Und es ist oftmals gar nicht bekannt, dass es außerhalb der Hallertau
noch andere große Hopfengebiete gibt. Und das ist hier eben die Gegend um Spalt in Mittelfranken. Es ist schon beeindruckend, das Gewächs. So, dann haben wir noch ein paar Fotos und dann geht es auch schon wieder weiter Richtung Heimat. Ja, mit dem Komfortsitz vielleicht noch ganz kurz. Ich habe ja den Original auf der Maschine nie drauf gehabt. Ich bin eigentlich immer nur den gefahren. Und das ist wirklich eine Sänfte. Also da tut mir kein Popo weh, gar nichts. Da sitzt man wunderbar drauf. In Zusammenhang mit dieser sowieso recht aufrechten Sitzposition, was man hier hat, finde ich das optimal. Passt für mich sehr gut. Ach ja, weil nochmal die Frage vom Zuschauer war, oder war es übers Enfield Forum, ich weiß es gar nicht. Ja, ich bin 1,84 und habe 95 Kilo. Das passt für mich ideal. Also mit, ich glaube der Kollege war 1,82, da bist du also auf keinen Fall zu groß. Das langt also mit Sicherheit. So, und dann geht es auch schon weiter Richtung Heimat. Hier bei dem Ding tatsächlich dieses ja niedertourige Bollen. Es macht einfach Laune. Man hört es ganz deutlich, es ist permanent vorhanden, aber es ist jetzt nicht so, dass es aufdringlich oder gar störend wäre. Einfach ein schöner, kerniger, langen Einzylinderklang. Dann bei der schönsten Strecke ist natürlich der Steiger vor mir, das muss ja so sein. Ja, jetzt stellt sich die Frage, ursprünglich war ja gedacht, dass ich die Klassik im Frühjahr wieder verkaufe, aber ich werde mir da also immer unschlüssiger, mir macht das Ding tatsächlich immer mehr Spaß. Also ich befürchte fast, dass ich sie im Frühjahr nicht verkaufe, sondern weiterfahre. Aber warten wir mal ab, lassen wir erst einmal den Winter kommen und dann sehen wir weiter. Ja, dann vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. So Freunde, das war's wieder für heute. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Ich würde mich freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert und oder liked. Ciao.